dort wo die Blumen blühen, dort war ich einmal zu Hause. Auf Spurensuche in der DDR. Ende der 50er Jahre in Alt-Schwerin in Mecklenburg. Noch gibt es keine Mauer zwischen Ost und West. Wie war das also? Wie war das, wenn der LPG-Bauer abends vom Feld nach Haus kam? Hier sitzt einer, der es wissen muss. Henning Bartz. Hallo. Hallo Kurt. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Er hütet hier ein ganz besonderes Kleinod. Gucken wir uns jetzt an. Komm rein, bitte. Dankeschön. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Die Kinder, die Bäuerin, alle sind da. Die Wohnung ist schick, wenn auch hier ein bisschen niedrig. Aber Henning, hallo. Was ist denn jetzt das Spezielle, das so Besondere ausgerechnet an dieser Wohnung? Diese Wohnung ist seit Ende der 50er Jahre komplett so geblieben. Wie so geblieben? Wo sind die Leute hin? Die Leute hatten damals vor, in einen Neubau zu ziehen. Ja. Da haben sie diese Wohnung. Hier sind die Leute vielleicht nochmal. Schaut mal hier, Familie Grewe, Mutter, Vater und die beiden Söhne. Jetzt haben sie die Wohnung komplett dem Museum verkauft. Komplett heißt, hier ist alles stehen geblieben. Mal den Schrank öffnen. Wirklich von der Tischdecke bis zur Kaffeekanne? Alles da geblieben. Ach, das ist alles original? Ist alles original geblieben, noch nichts dran verändert hier. Tischdecke, Kaffeekanne haben die alles? Die haben es nur gepflegt und restauriert, ist alles so geblieben, wie es original war. Und warum haben die das gemacht? Ich meine, das macht doch kein Mensch. Anreiz war, sich komplett neu einrichten zu können. Und die zweite Sache, man bekam eine Neubauwohnung. Das große Ziel der Zeit. Kinderbett, Elternbett, in der anderen Ecke noch ein Jugendbett. Heißt das, dass die ganze Familie auf Dauer hier in dem einen Raum geschlafen hat? Haben alle hier geschlafen. Wir haben insgesamt gut 50 Quadratmeter und das für vier Personen. Ja klar, Wohnzimmer haben wir gesehen, klitzekleine Küche und das war wirklich alles. Das war alles. Andere haben noch beengte gewohnt. Also wenn man sich das alles hier so anguckt, hallo ihr zwei, so richtig rosig ging es den Leuten ja dann doch nicht, oder? Ja, vom Platz her vielleicht nicht, aber es war noch besser geworden. Nach dem 17. Juni 1953 hat die SED die Schraube ein bisschen zurückgedreht. Es gab eine kleine Wohlstandswelle. Und 58 übrig verkündet, bis 61 haben den Westen überholt. Das hat er ja nicht so ganz geschafft. Und die Dinger hier sind ja auch super leicht. Das ist Aluminium, aber sie erfüllen ihren Zweck. Aritrara, die Post ist da. Hallihallo, was gibt's denn Schönes? Okay. Ein Paket aus Lüneburg, ein Westpaket. Haben wir eine Schere? Ganz sachte mit der Schere. Das Band können wir noch mal benutzen. Ganz vorsichtig. Ach so, also lieber von Hand, ja? Onkel Joachim hat das geschafft. Ja, aber das Papier muss da weg. Die Margarine schafft er. So, schwupp. Ganz ruhig, mal ganz ruhig. Oh, Kölnisch Wasser, Kinder. Duft oder beziehungsweise, Kinder kriegen Schokolade, guck mal. Bitteschön. Und hier noch was für die Küche, Suppengewürz. Ah ja, das gibt's hier auch. Hier was für ein Vater. Gute Fracht. Ja, da guckt der Postmann. Und wieder kein Geld drin. Oh Gott. Bevor die Seife ihre eigentliche Funktion erfüllt, landet sie im Kleiderschrank. Dort gibt sie erstmal ihr kostbares Aroma an die Wäsche ab. Das mit der Seife jetzt und mit dem Weinbrand ist ja eigentlich nur ein bisschen Luxus. Wie wichtig, vielleicht lebenswichtig, waren denn diese Westpakete? Also lebenswichtig nicht unbedingt, aber zum Beispiel der Kaffee war ja im Osten richtig teuer. Das war eine billige Sache, was zu bekommen. Oder Gewürze, wenn Schlachtfis auf dem Termin stand, dann war schon wichtig, dass das Paket rechtzeitig ankam und die Därme auch da, wo man Wurst reinstopfen konnte. Das heißt, die haben also ihr Schlachtfest so terminiert, dass es stattfand, wenn das Paket erwartet wurde? Man hoffte, dass es rechtzeitig kam. Frische Wurst, wo hat man die überhaupt aufgehoben? Gab es schon einen Kühlschrank? Man hat sie eingekocht, dann in die Speisekammer gestellt. Da hielt sie durchaus ein Jahr lang. Das ist kein Problem. Ging es den Leuten auf dem Land eigentlich relativ gut oder eher schlecht? Sie verdienten meistens ein bisschen weniger wie in der Stadt, aber in Lebensmitteln saß es an der Quelle. Mal was anderes, Thema Wasser. Ich sehe hier immer nur diesen einen einzigen Wasserhahn. Ist das wirklich die einzige Stelle, um frisches Wasser zu finden in dem Haus? Also zentrale Wasserversorgung im Dorf war was ganz Modernes. Oh, Entschuldigung. Das war gutes, reines, untersuchtes Wasser. Das nahm man, schüttet es in die Schüssel, da könnte man sich waschen. Jetzt erzähl mir aber nicht, dass diese eine Schüssel hier für vier Leute das komplette Badezimmer ist. Das für das alltägliche Bad. Und dann hier so ein bisschen Hände, weil es ist ja noch eisekalt. Man kann es auch warm machen, muss man vorher den Herd heizen, hat noch warmes Wasser. Also es gab nur einmal fließend Kaltwasser und eine Schüssel? Einmal fließend Kaltwasser, das war schon ein Fortschritt zu der damaligen Zeit. Ein Handtuch gab es aber. Das gab es schon. Vielen herzlichen Dank. Und mit der Seifenbrühe wohin dann? Mit einem kühnen Schwung vor die Tür. Und zusch! So, jetzt musst du mir nur noch sagen, wohin, wenn man mal pinkeln muss. Pro Familie ein Stall mit einem Plumpsklo. Ah ja, noch genauer will ich es gar nicht wissen.
Aber, oh, Kartoffelsalat. Henning, eins musst du mir erklären. Da gibt es kein gescheites Bad, nur ein Plumpsklo, aber eine Waschmaschine in der Küche. Es gab Ende der 50er Jahre auch in der DDR so eine kleine Wohlstandswelle. Mhm. Oh, bitte. Nee, oder Henning? Was soll denn das jetzt? Also die Waschmaschinen waren extrem vielseitig. Warm Wasser machen zum Waschen. Wäsche waschen natürlich. Aber doch keine Würste in der Waschmaschine. Bei einer großen Feier, Feuerwehrfeier, 50. Geburtstag oder... Wer soll die jetzt essen? Von mir vergessen, der Geburtstag meiner Frau. Oh. Es gibt sie wirklich. Die Waschmaschine zum Würstchen heiß machen. Übrigens, man nimmt sie auch ganz gern zum Einwecken. Los, auf die Zukunft! Los! Oh, hier ist ja schon richtig Stimmung. Hier gibt's Bier und Schnaps ohne Ende. Also ich muss schon sagen, gar nicht so übel, diese super multifunktionale Waschmaschine. Und die Würstchen, ich finde, die sind auch ganz gut geworden. Okay, sie schmecken vielleicht ein bisschen seifig, aber wenn man es nicht weiß, egal. Hm? Prost, Prost. Prost, Gemeinde. Prost. 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 Prost.